Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir warten gerade auf Jona, Per, Marvin, Jendrik. Die kommen gleich alle vorbei. Dann frühstücken wir erstmal ganz entspannt. Haben zwar schon die 11, aber naja. Dann wollen wir nachher ein bisschen Moped fahren gehen. Heute Abend kommen wir so an Annika noch ein bisschen grillen. Also wird cool. Marian ist die ganze Zeit zugange, ihren Trip vorzubereiten. Und packt die ganze Zeit hier fleißig Sachen. Und es sieht jetzt hier aus wie sonst was, weil alles hierher geräumt wird. So, die Leute sind da. Der steht da hinten in der Küche. Und macht Essen. Wenn der Rest hier noch rumsitzt, faul. Oh, Junge, muss aber Pause machen, wenn andere Menschen arbeiten. Ja, das ist auch. Also, wir haben definitiv ein Platzproblem auf der Auffahrt. Da hinten geht es ja noch weiter. Da ist dann auch alles voll noch. Ja, stressig. So, wir fahren jetzt ein bisschen Moped. Problem ist, was heißt Problem? Aber ich glaube, ich habe nach Spanien nichts gemacht. Weder Ölwechsel, braucht es unbedingt. Ständer ist immer noch kaputt. E-Starter geht auch noch nicht, das heißt, ich kann gleich die ganze Zeit ticken. Sehr gut. Ja, wird spaßig, auf jeden Fall. Toll. Geht der E-Starter nicht? Nee, immer noch nicht, seit Spanien. Victor, der ging auch vor Spanien schon nicht. Ja, aber jetzt nach Spanien auch nicht. Dass du mit den Beinen überhaupt kicken kannst, das ist krass. Der dauert einen Moment. Mit den Storchenbeinen. Mit den Storchenbeinen kicke ich dann gleich. Schon dreimal gebrochen, immer die Beine. Zehnmal drauf rumhüpfen. Jemand muss mich festhalten, bitte. Wie macht denn der? Geil. Jetzt hör doch mal auf, drauf rumzudrücken. Meine Güte, deine Karre ist sowieso die legalste. Hast du den denn mal ausgebaut? Jendriks Bike sogar hier mit diesen Dingen. Reflektor, ja. Fahren wir eigentlich mit oder ohne? Ohne. Alter, wo gibt's denn so einen geilen Kennzeichen? Im HBK-Shop. Oh! Mariam hockt da wie Gollum auf der Terrasse und bereitet immer noch ihre Sachen vor. Die kommt natürlich nicht Moped fahren. Was tust du da? Ja, ich muss den aufmachen. Krieg ich aber nicht auf. Alter, was hast du gemacht damit? Ich hab den Schräg aufgedreht. Junge, ist mein Trinkrucksack im Arsch oder was? Alter! Marvin? Wie viel Kraft hast du mir festgezogen? Alter, wie hast du den festgezogen zur Hölle? Alles, was geht. Los! Alter! Der ist fest. Oh, lecker mio, ey. Willst du den vielleicht ein bisschen raushebeln oder so? Aber noch kluge Tipps geben wir, das war Eck oder was? Sorry, ey. Ich kann auch nichts dafür. Doch, du warst es. Du hast zugedreht, natürlich kannst du was dafür. Ja, wir brauchen irgendwie eine Wapu oder so. Eine Wasserzange wäre gut. Ja, haben wir eine? Nee. Eine Wasserzange? Eine Wasserzange. Wasserpumpenzange meine ich. Ich finde, eine Wasserzange fände ich schon geil. Mach das doch nicht kaputt. Also, sie schenkt mir so einen Trinkrucksack, benutzt ihn selber und macht ihn auch noch kaputt. Das ist mir richtig. Aber du kriegst immer was geschenkt, ne? Ja. Ich schenke dir bald einen Rasentrimmer, sowas brauche ich nämlich noch. Jona, so wie man ihn kennt, wieder mal nur am Schrauben, wie ja, das immer. Ist Gewichtsoptimierung, damit ich hier gleich richtig präsenten kann. Du musst immer schrauben, kann das sein? Ja, das ist so ein Drang. Yeah. Das ist das geil. So eine Beta-Krankheit mit den Schrauben oder wie? Nee, das tatsächlich nicht. Ich bin eben schon so um die Karre rumgeschlichen, hab die ganze Zeit geguckt, was kann ich denn noch machen? Was kann ich noch machen? Was könnte wieder abfallen heute? Können wir jetzt losfahren? Ja, bitte. Wird dir warm? Wo warten wir denn die ganze Zeit? Ja, auf. Warte, wo ist er? Da, Jona, der schraubt immer noch. Katastrophe. Junge. Grüße gehen raus aus dem Beta-Händler in Bayern. Was machst du da? Ja, das wüsste ich auch gern. Also der Vorbesitzer dachte sich, so eine lange Gewindestange einfach da reinkloppen bis hier. Mit richtig viel Gewalt. Ist halt ungefähr so, wie jetzt, wenn du dir Handguards kaufen würdest. Jetzt kommt das. Oh nein. Geh aus dem Weg. Jetzt kommt Jona, dann hast du da. Oh, Alter! Was zur Hölle? Der hat die Gewindestange schon ganz lecker gemacht. Digga, was? Ich will nur eine Sache dazu sagen. Ich habe das einzige Mal eine Karre vom Händler gekauft. Und es ist so viel Fusch an dieser Karre. Es ist richtig schlimm. Digga, das habe ich noch nicht gesehen. Und der Händler war der einzige Halter. Digga, was? Gut, wir können losfahren, hoffe ich ja. Mal jetzt. Ja, toll. Danke fürs Warten. Alle wollen los. Es fällt mir gerade ein, mein Ständer ist ja noch lose. Shit. Ja, sorry. Warte. Nur mein Ständer festmachen. Es fällt mir gerade ein jetzt. Sonst verliere ich den wieder. Oh fuck, jetzt geht das wieder los. Darauf habe ich den ganzen Tag schon wieder gewartet. Victor kickt. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Kicken. Ne? Dann kauf du doch einfach mal eine vernünftige Batterie. Die kostet 30 Euro. Ja, ich weiß. Und du kickst seit einem halben Jahr jedes Mal diesen Haufen an. Marian ist auch fertig, Marian geht jetzt wandern. Alle fahren sie Moped. Nur Marian wie in Wanderklamotten. Ja, für alle, die sich gerade wollen, warum Marian wie wir wandern geht, statt Moped fahren. Wir haben es jetzt heute Sonntag
und am Dienstag fliegt sie nach Afrika. 2 Wochen lang mit Wandermut durch die Sahara wandern. Deswegen bereitet sie sich gerade ein bisschen vor. War alles sehr spontan, aber viel mehr dazu kommt alles bald in dem Video. Erstmal machen wir jetzt den Tagesblock weiter. Immer diese asozialen Jugendlichen! Juhu, Digga! Junge, das war geisteskrank knapp. Das wäre aber das wär so richtig typisch, wärst du einfach so in mich reingefahren jetzt. So, wir sind angekommen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wo die Eislee ist. Die müssen wir jetzt nochmal suchen irgendwie. Wer hat mich schon wieder vorfahren lassen, ey? Ist wieder total dumm. Selber schuld. Alter, geiles Auto. Junge. Moin! Wisst ihr, wo hier eine Eisdiele ist? Ah, da, jo, danke. Und dann rechts. Ah, hier. Ja, gut, das war ja. Ja, ich hab's gefunden. War jetzt nicht so weit. Hätten wir auch so finden können. Liebe. Ja, was Wichtiges sein. Ja, das ist der, wo wir in der Halle waren letztens. Es gibt Wir fahren jetzt mal irgendwo zum Strand. Tada, habe Wasser gefunden. Jonah, jetzt los, du wolltest reinspringen. Ja, natürlich, das ist glasklar, das Wasser. Nur für dich sind wir hergefahren. Ja, ein Strand, irgendwo, wo man auch ins Wasser kommt. Scheiße. Wieso geht das hier rein? Voll freudig. Jona, irgendwo hört es auch auf. Du musst einmal Kompromisse eingehen. Du wolltest ans Wasser, sind wir am Wasser. Jetzt heute rum und ist mir zu räudig. Ja, aber ich meine, habt ihr den dritten Punkt mal gelesen? Jona darf hier nicht ran. Wieso? Ja. Hunde sind am Weißen nicht gestattet. Sorry, Jona. Schade. Wir müssen wieder gehen. Alleine, wer nennt das Badesee, Mann? Das ist ein fucking Ententempel. Ententempel. So, wir sind wieder da vom Moped fahren. Wir wollten gerade Eiszee machen. Wir haben so eine richtig geile große Bowl. Wir haben das heiße Wasser reingemacht. Man sieht schon. Ja, ich würde sagen. Das war mir nicht so gute Idee. Hätte man vielleicht ahnen können, dass sie aufplatzt. Ja, und was machen wir jetzt mit den ganzen Teebeuteln? Das Ding haben wir noch nicht einmal benutzt, ey. Das mag ich. Sie wird sich freuen. Die ist gerade auch wieder nicht da. Scheiße. Ja, perfekt. Ja, das war. Wir haben da kurz drüber diskutiert und dachten so, ja. Ja, aber ja, das ist ein dickes Glas, das wird schon passen. So, was gehört natürlich dazu zu so einem Abend? Reifen wechseln und Schrauben wieder. Ja, zieh jetzt. Ja, gar nichts, zieh jetzt, Junge. Natürlich, oh, jetzt komm wieder. Ziehst mich wieder raus. So, gerade. Warum wollen wir den machen? Ich zieh dich einfach nur, Junge. So, Reifenumzieh-Session ist vorbei. Jetzt wird erstmal so ein Federball gespielt. David und Jendrik können mal aufs Moped fahren. Und wir warten jetzt darauf, dass der Grill anläuft und dann wird gleich wieder schon gegrillt. Milo mitten dabei, Plattengeflogen, da liegt er da. Marvin, das habe ich drauf. Geht los? Essen? Ich habe schon richtig Hunger. Guckt euch an. Alle Leute da. Grill ist an. Und essen. Endlich! Hab Bock! Wie weit war der Danke, Victor! Danke, ne? Hängt das ihr habt ja, genau! Und er so, wir grillen nicht, wir bestellen einfach später eine Pizza. Und wir sind dann gut, und dann im selben Moment sind die anderen so, ey, lass mal grillen. Also, ja, okay, dann grillen wir. Weißt du nicht, hä? So ein Mixer. Dann hab ich das vergessen. Jetzt kommt alles raus! Du warst, bist du, im Hintergrund. Ich hab Eis gegessen. Ja, und ja, ich hab doch gesagt, ey, cool, dass Victor gerade im Hintergrund ist. Was ist denn der Plan bei euch? Und dann hast du gesagt, Pizza bestellen. Ja, war das für mich so? Das war eine Idee, ein Vorschlag gerade in dem Moment. Ja, genau. In dem Moment, also du bist selber Vorschlag. Schuld, dass du ihn fragst, nicht mich. Ich bin da raus. Das ist so low. Ey, das war wirklich ein schlauer Schachzug von ihm. Ja, und absolut frech, weil das war ja indirekt auch mit mir. Ich habe mit euch beiden. Teuer Teufel Sören ist wieder am Machen. Ersatzräder. Ja, ich gehe gleich nur an Stücken durch die Gegend. Was versuchst du da jetzt? Ja, wenn ich was zu lass mich in meinem Feuer spielen, in Privatsphäre hier. Boah, Alter, ich bin richtig hatte nichts mehr mit Feuer zu tun, was du gemacht hast. Es knallt mir nur jetzt. Ich habe überhaupt nicht gemacht. Nur mit der Tüte ein bisschen rumgespielt. Kamera, das Ding, was der, du, das hast du gebastelt. Nee. Ja, ist noch diese tolle Idee gekommen. Sören. Ich habe nur die Tüte bewegt. Jetzt geht's schon wieder los. Du hast vorhin schon gelogen. Na, hä? Du hast uns gesagt, wir bestellen Pizza. Nein, das hat er gesagt. Du da rumfummelst. Jetzt mal bitte Benzin holen, das Scheißding da anzünden. Nein. Doch, ja, ich hab auch nichts. Geil. Oh nee, Leute. Ja, Feuer. Nein, du geh ab. Jetzt geht's los. Ganz schnell. Jetzt wird's einfach geil dumm. Alter, soll ich mal eine Richtung? Feuerzeug erstmal.
Was musst du? Du löscht es jetzt nur noch. Du bringst das doch nicht. Das nicht an. Hier rein, einfach reinkippen. Ey, nein, nein, nicht einfach reinkippen, ist bescheuert. Junge, Alter, das ist richtig dumm. Es brennt schon. Kipp nicht rein. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich würde sagen, wenn ihr mehr solche Tages-Daily-Vlogs haben wollt, schreibt gerne mal in die Kommentare. Wir sind hier noch weiter ans Feuer und sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao.